Hallo und willkommen zum Game Check, Gamers Check Ankündigungspodcast. Und zwar, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen wenig gelaufen bei uns. Also Crazy Freak ist auch dabei. Guten Tag. Ja genau, vielleicht hätte ich da anders anfangen. Egal. Ist ein bisschen wenig gelaufen bei mir auf Gamers Check LP und auch so bei Crazy auf dem Kanal Gamers Check. Und es lag ein bisschen, die Weihnachtsfeiertage haben uns eingeholt und auch die Weihnachtsfresserei haben uns faul gemacht und alles, was so alles passiert in der ganzen Zeit. Aber es geht natürlich weiter und wir haben eine große Umstellung vor. Und zwar gibt es kein Gamers Check LP Gedöns mehr. Nein, wir sind jetzt alle Gamers Check. Also wir werden unsere Kanäle auf Deutsch gesagt zusammenlegen. Die große Überschrift ist dann Gamers Check. So. Und zwar haben wir mit der Umstellung eigentlich einfach nur vor, dass auf dem Kanal Gamers Check die ganzen Podcasts, Game Checks, beziehungsweise halt die Teste, die wir damals gemacht haben, die heißen jetzt Game Check. Was wir noch vorhatten, Back in Time, ganze Zeug, dass das alles, die ganzen, ja, was, wie soll ich sagen, ja, helf mir mal. Alte Spiele. Nee, alte Spiele. Dass wir alte Spiele zocken. Ja, ältere Spiele. Ja, das ist das Big in Time. Ich wollte jetzt eigentlich mal sagen, dass man den ganzen Rotz außer Let's Plays wird alles nur noch bei Games Check kommen und bei mir oder beziehungsweise ist ja dann auch unser Kanal bei Gamers Check LP, kommen nur die Let's Plays nur noch raus. Weil größtenteils. Ja, wir haben drei Kategorien, die wir noch machen bei Gamers Check LP. Das ist erstens ja, die Let's Plays. Dann, was damals geschnitten heißt jetzt Best Of. Wird halt wieder, wenn wir mal eine schöne Session starten, Abend aufgenommen und die besten Dinger zusammengeschnitten. Und dann gibt's eine neue Kategorie, und zwar sind es die Trinkspiele. Ja, genau. Wir hatten jetzt abends immer mal so, ja, tolle Abende über der Weihnachtszeit auch gehabt, wo wir dann doch ein bisschen, soll ich sagen, Betüdelt waren und hatten eine Menge Spaß beim Zocken und haben gedacht, komm, die Kategorie, die müssen wir machen. Also das wird dann nicht sein, dass wir jetzt ein Spiel die ganze Zeit spielen, sondern es wird Mixmax aus Spielen werden, was wir dann sozusagen Let's Playen halt. Da wird man eine Session, was weiß ich, gespielt. Tetris. Solitär. Was wird gerade Zustand? Genau. Das wird dann aber jetzt keine Playlist werden, die jetzt tagtäglich was bringt, weil wir wollen ja nicht alle zu Alkoholikern werden. Noch nicht. Es kommen halt ja, knapp dran, sind wir. Aber mein Gott. Das hat auch besonderen Spaß. Nee, das wird. Das wissen wir noch nicht. Das kommt drauf an, wie wir drauf sind. Das kann sein, dass es mal 2 Wochen kommt. Das kann auch sein, dass mal 2 Monate nichts kommt. Das ist je nachdem, ne? Ja, eben, das wird dann so. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt sagen, heute Abend saufen wir uns ihn an, wir machen Trinkspiele. Nein, das wird dann, denke ich mal, als könnte passieren, na klar, aber das geht euch ja sowieso nichts an, ihr seht es ja dann bloß. Aber könnte natürlich so laufen, könnte natürlich auch ganz spontan werden, scheiß komm, ich nehme jetzt mal mit auf, wenn wir jetzt sagen. Was jetzt auch bei Gamers Check LP neu ist, neu kommen wird, ist PlayStation 3 Let's Plays werden auch jetzt kommen, weil ich habe mir jetzt eine Blazy gekauft und bekomme auch dieses Hauptauge-Teil zum Aufnehmen. Da werden wir bestimmt einiges co-oppen und einiges machen. Und ja. Ja. Denke ich aber auch. Und testen auch. Testen, ach nee, ja. das ist ja der mit der bei mir. Stimmt ja. Ja, genau. Ja, wir haben, wie gesagt, ich kann ja vielleicht mal doch mal vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, um das zu erklären, weil die es gewöhnt sind bei uns, dass zum Beispiel Gamers Check LP bleibt ja Let's Plays, dann hätten wir das testet, benennen wir um in Game Check, das fanden wir einen tollen Namen, das kommt dann zu Game Check Seite, Gamers Check Seite, dann Back in Time, da wollten wir eigentlich immer mal ein altes Spiel, mal ungefähr eine Stunde lang spielen oder so, und mal wieder so ein bisschen die alten Erinnerungen wachrütteln, und das kommt dann auch zu Gamers Check. Dann das Best Of, wie gesagt, das ist dann das geschnitten, wo ich dann so Schnipsel aus verschiedenen Spielsessions zusammenschneide. Wie wir das bei Payday hatten.
kommt aber dann, genau, wie wir es bei Payday hatten, kommt dann auf den Let's Play-Kanal. Dann Trailer werden halt auch nur noch bei Gamers Check veröffentlicht, weil, naja, dann was hätten wir noch? Packt aus. Unsere Unboxing-Videos. Co-op sowie einzeln kommt alles rüber zu Games Check. Gamers Check hat, nee, nicht zu Games Check, Gamers Check. Dann die V-Logs bleiben bestehen. Crazy möchte gerne noch weiter seine Fresse vor der Kamera zeigen. Ja! Meine hässliche Fresse, die eigentlich gar keiner sehen will, aber ich mach's trotzdem. Dann hätten wir die Trinkspiele, da hatten wir gesagt, neue Kategorie, die kommt zu uns auf LP. Ja, dann gibt's ja dann noch die Podcasts. Wir machen ja, wie ihr ja wisst, jeden Monat, was leider im Januar noch nicht passiert ist. Weiß Gott warum? Nein, weiß Gott, wissen wir auch, weil wir waren ja einfach Zeit war. Weihnachtszeit hat uns wirklich alles irgendwie die komplette Zeit genommen. Ich hatte so richtig Probleme, dass DayZ wenigstens noch irgendwie täglich kommt oder WarZ. Und das überhaupt, dann war noch, ja, wir wissen ja selber, Familie und dann kommen da Leute zu Besuch, die hast du ewig nicht gesehen und okay, privat geht euch nichts an. Dann hat man noch einen Podcast mit Diskussionen, da werden wir dann regelmäßig, was heißt regelmäßig, wenn es uns einfällt, wollen wir ein paar Diskussionen machen, was wir ja schon ewig gesagt haben, zum Beispiel würde der Podcast reinkommen, PC versus PS3, jetzt kann ich da auch ordentlich mitreden. Ja, und diese, ja. Was hat man noch, Spielverfilmung sollte ja auch noch kommen. Genau, das kommt, aber das machen wir in einem anderen Format, wie wir das am Anfang gesagt hatten, deswegen. Ja, das wird mehrere Teile gehen. Genau. Ja, definitiv. Dann haben wir noch bei Gamers Check dann die Gaming News, die hat er ja auch schon immer gehabt. Da kannst du zwar nicht regelmäßig, sagen. Die kommen zwar nicht regelmäßig, aber gelegentlich kommen sie mal. Ist halt so ein Zusammenschnipsel aus einem Blog von irgendwelchen, sag ich mal in Anführungszeichen, wichtigen Gaming News, sei es PS3, PC, Wii, hast du nicht gesehen. Ja, das kommt, wie ich Lust und Laune habe, weil das ein bisschen länger dauert, weil ich da Trailer einbaue und Bilder und hast du nicht gesehen. Also das ist, habe ich mir aber vorgenommen, jetzt mal wieder öfter zu machen. Also kann passieren, dass es mal alle 2 Wochen kommt oder vielleicht auch nur einmal im Monat. Ich weiß es nicht, das kommt immer darauf an, weil jetzt ist ja das neue Jahr, jetzt kommt ja sowieso nicht so viel an News. Daher kann ich da jetzt nichts versprechen, aber es kommt. So. Und dann habe ich gesehen, weil wir haben jetzt auch gerade so ein bisschen bei Crazy of Gamers Check so ein bisschen Playlists ausgemistet und haben ein bisschen hin und her und müssen wir ja dann auch bei uns machen. Ich habe auch schon Playlists gelöscht, neu hinzugefügt, weil wird ja alles irgendwie neu gemacht. Da ist mir eine Kategorie aufgefallen, die irgendwie unterging und Leute, lasst mir Kommentare los, und zwar ist es die Kategorie Gamers Check antwortet. Ich finde das ganz lustige Idee, auf eure Fragen dazu antworten. Und bisher war bloß ein Video drin in der Playlist. Und ja. Ja, ich meine, was bringt mir das, auf ein Video zu machen, wenn ich da nur 3 Fragen oder so habe? Deshalb sammle ich und dann mache ich da ein Video zusammen und. Und das Schöne ist ja, ihr könnt jetzt dann. Wie sind wir? 7? Voting Crazy. 8? Alpha, warte mal. Alpha, Bandi, Tobi, also wir sind 4, ihr seid 2, sind 6 Mann. Gut. Einfach mal so. Mathematik ist schwer. Könnt ihr ja jetzt uns allen mal Fragen stellen und wir werden dann das vielleicht in einer Podcast-Form oder irgendwie so, also in einer Form von Audioaufnahmen vielleicht, also mir wäre das lieber als Let's Player, das dann mal beantwortet wird, worden sein, werden, tun. Ja, wir haben auch noch andere Ideen, die vielleicht in der Zukunft kommen könnten. Da will ich aber noch nichts dazu sagen. Das steht noch in die Sterne, weil... Naja. Weil? Naja, weil die Idee noch nicht so ausgereift ist, um dass man da wirklich da was machen könnte. Das muss erstmal noch... Ich glaube, jetzt ist es sogar crazy gerade übelst planlos. Ich meine, ja. Gut. Ich weiß. Obwohl er es vor uns gesagt hat, dass wir das so machen. Okay. Wir müssen mal schauen, wie wir es machen. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Gamers Check LP direkt mal wollte ich noch sagen. Und zwar habt ihr ja gesehen, wie gesagt, ist alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen mit der Regelmäßigkeit über Weihnachten. Die Ente, die hat... Ich kam nochmal an den Computer ran.
weil der Bauch, der war so dick, da kam ich nochmal an die Maus ran, da konnte ich auch nicht mehr let's playen, das war irgendwie alles ein bisschen doof. Aber es geht natürlich weiter. Und zwar wollte ich da sagen, Deponia zum Beispiel wird auch weiter Co-op sein, plus es wird anderes Format geben sozusagen, weil wir haben ja dann keine zwei Kanäle mehr, wo es veröffentlicht wird, sondern nur noch ein. Und da wird es dann wahrscheinlich, je nachdem, wer besser gespielt hat, nee, wird dann halt ein Video veröffentlicht. Wird dann halt ein Video veröffentlicht und eine Beschreibung dann verlinkt und der andere, der schaltet das dann bloß auf, gelistet. Also, dass wir da nicht zum selben Zeitpunkt zwei verschiedene Deponia-Videos von derselben Folge haben. Ja, was hätten wir noch? Hitman geht auf jeden Fall auch weiter. Das bin ich ein bisschen, also da bin ich noch heiß drauf, das weiterzumachen. Black Ops habe ich ja abgebrochen, wegen diversen Problemchen, die ich hatte. Bugs hin oder ja, das, was mir halt auf den Sack ging, war, dass dieses Spiel abgebrochen ist. Dann durfte ich dann die ganzen drei Levels nochmal zocken. Das ist mir zwei, dreimal passiert und beim dritten Mal ich die Schnauze voll, weil ehrlich gesagt, ja, Black gut. Ops ist jetzt auch nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Hat es nicht so es geht dann auch, dann hat man keinen Bock mehr, das zu let's playen, ich kenne das. Also das. Ja. Wenn du dann die ganzen Levels, die du gerade geschafft hast. Und ich muss sagen, dass Black Ops 2 war jetzt auch nicht so der Knüller damals. Also Crazy sagt da wieder, war doch geil. Ich sag, na, mir hat's auch nicht so gefallen. Und dann dreimal, stellt euch vor, ihr zockt ein beschissenes Spiel und müsst dann nochmal drei Levels, die ihr da durchgezockt habt, dann nochmal machen. Ja, weil vor allem, du hast es ja blind let's play, das kommt ja noch hinzu. Ja, unsere Let's Plays sind immer blind. Ja, ich meine ja nur. Und das ist genauso mit unserem Games-Checks. Das wird auch blind gemacht, auf Deutsch gesagt. Das wird ja nicht. Wir spielen das Deutsch ja gesagt. Vorher nicht. Jetzt hast du mich zitiert, du Arsch. Was? Auf Deutsch gesagt blind. Ach ja, genau. Crap. Nein, natürlich. Blind, auf Deutsch gesagt, ja. Ist ja nur so, dass wir diese Spiele davor noch nie gespielt haben und einfach mal ranzocken. Und ja, also die richtigen Previews oder sowas lest ihr ja dann bei gamerscheck.de. Kennt ihr die Seite noch gar nicht? Gamerscheck.de. Ja, die Seite ist auch erweitert worden, ne? Von Crazy. Also da ist jetzt Nintendo, PC und Sony. Oder war der Sony, Nintendo und PC? Einfach mal die Steigerung. Ja, wie rum ist eigentlich egal. Wie rum Gamer, ist also egal. www.gamers-check.de. Können wir mal reinschauen. Schöner Blog. Sind auch unsere Fressen zu sehen. Jetzt hast du Klicks wie noch nie. Pass auf. Meinst du? Jetzt will ich mal die fetten Schweine sehen, die da spielen, Alter. Nee, so. Es hat sich, ich muss sagen, seit der Umstellung hat sich da vieles getan, was die Klickzahlen und Besucher angehen. Also, das hat einiges gebracht. Ich denke mal, Nintendo und PC hat da viel dazu beigetragen. Also, ja, jetzt eine breitere Masse, die man sammelt. Aber das, weil was will ich als PC-Zocker auf einer PS3-Seite? So, was will ich noch sagen? Alter? Jetzt hast du aber auch eine Playse. Ja, ich würde trotzdem nicht mit dem gehen. Doch, nein, er macht seine Sachen natürlich sehr gut und die News kommen auch sofort immer. Ich weiß es, weil er ist dann nicht ansprechbar, wenn mal wieder irgendwelche PSN-News rauskommen. Oder zumindest klingelt dann bei mir das E-Mail-Postfach, kurz nachdem ich diese Information da auch bekommen habe. Bling, bling, bling. Sie haben Post. Also wie gesagt, Hitman geht auf jeden Fall noch weiter. Schlechte Nachricht für unsere DayZ-Klotzer. Und zwar haben wir vor, damit aufzuhören. Weil, ausgelutscht würde ich das mal einfach nennen. Das... Also wir haben vor, das abzusetzen, damit aufzuhören. Oder ja, ich hatte ja eigentlich noch gesagt, gut, wir setzen es ab und sagen, wenn mal eine neue Map kommt, können wir ja die Map wenigstens mal let's playen und das so weiterlaufen lassen, unregelmäßig. Wie wir das jetzt direkt machen, weiß ich noch nicht. Weil irgendwie DayZ, damit hat man angefangen irgendwie und irgendwie ist das ja immer noch Butter aller Zombie-Survival-Games. Ja, mal gucken, wie die Standalone wird, vielleicht. Ja, eben. Und da wollten wir dann sagen, ab das Standalone machen wir dann wieder weiter. Oder zumindest fangen wir wieder an. Auf jeden Fall könnt ihr euch bei DayZ schon mal sagen, circa 100 Folgen wird es geben. Können auch bloß 90 sein, keine Ahnung.
Wir wollen auf jeden Fall... Oder 99. Wir wollen auf jeden Fall damit erstmal aufhören. Weiter geht mit DayZ, keine Ahnung. Auf jeden Fall ab Standalone geht's wieder richtig los. Das ist auf jeden Fall... So, WarZ geht auf jeden Fall weiter. Auf jeden Fall. Das ist halt zwar das nervigste und umstrittenste Spiel, aber es macht doch irgendwie Laune, wenn man es doch in der Gruppe spielt. Ja? Wenn es nicht noch schlimmer wird, wie es ohnehin schon ist. Schlimmer. Der eine regt sich über die Zombies auf, mich stören die Zombies nicht. Das PvP stört mich. Das wirst du überall haben. Einziges, was mich nervt, sind Hacker, Cheater und eine ganze Scheiße. Das, was ich immer. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich muss noch mal irgendwann einen Podcast folgen von diesem Thema. Ja, und dann haben wir uns, wie gesagt, dadurch, ich mir jetzt eine PS3 gekauft habe und dieses Hauptauge PV-Scheiß, wie heißt das Ding? HD PVR 2 Gaming Edition. Oh, dadurch, dass ich das jetzt auch bekommen, haben wir dann uns anderen Projekten auch mal über die Blaze, wollte schon sagen, hinlegen, nee, widmen. Und da dort auch mal testen. Bloß das Problem halt beim Gamecheck auf Blaze ist, dass wir da eigentlich bloß Demos oder so testen könnten. Weil da halt gerade die bei PlayStation Plus im kostenlos laden. Oder Betas. Es kommt ja bald eine Beta zu God of War Ascension. Ja, oder das. Aber das ist halt bei Blaze so das Problem, dass da man kann sich kein Spiel kaufen, um zu testen. Das ist doof. Man kann sich schon ein Spiel kaufen, um zu testen. Ja, aber du weißt ganz genau, was ich meine. Nö, aber ich denke mal, das meiste testet wird trotzdem noch Free-to-Play und so ein Scheiß sein, was auf PC und so gibt. Aber wie gesagt, wir erweitern jetzt den LP-Kanal auch auf Blazy 3. Das wird auch eine tolle News werden. sein. das wir jetzt, vielleicht testen wir ja auch mal auf der PS3 ein paar kleinere Spiele, man weiß es ja nicht. Ja, Indie-Games. Zum Beispiel. Oder Minis oder was weiß ich. Ja, viel Auswahl im Store. Und im bekackten neuen PlayStation Store. Auch eine Diskussion, die im Podcast kam. Schön von euch beiden. Ja, Odin hat da einen Anfang gemacht. Mal wieder. Und ja. Im Großen und Ganzen war es das eigentlich, was wir jetzt an Informationen haben für euch, weil ist ja eigentlich eine große Umstellung. Also für uns gesehen, wir haben hier Massenarbeit. Weil es kann ja nicht einfach so. Es wird jetzt natürlich sein, dass ich jetzt nicht meine kompletten Playlists, was ich drüben habe bei mir auf dem Kanal, dass wir die alle runterladen, bei ihm raufladen. Das bleibt schon noch, das wird verlinkt. Das Einzige, was wir halt machen, ist, er lädt seine Let's Plays, die er bis jetzt gemacht hat, runter und bei mir hoch. Wird dann also auch mitkommen auf dem Kanal mit schönen Thumbnails, muss ich mir auch noch einfallen lassen. Oh, und stimmt. Ja, was kann ich sagen? Unsere Seite bleibt HD. Wir fangen nicht mit Schrottaufnahmen an. Außer halt crazy früher, aber das verzeiht er uns. Halt so. Ja, ich musste ja irgendwie klein anfangen, weil der Käse ja nicht gerade billig ist bei der Blaze. Richtig. Nö, das Hauptauge-Ding, das kostet ja auch mal eben 160 Stacken. Normalerweise. Richtig. So, jetzt habe ich hier ein Gähnchen dazwischen. Schneid mal raus. Ein Gähnchen. Müdigkeit wird nicht toleriert. Nö, das bleibt schön drin. Natürlich, und wer sich jetzt fragt, Team bleibt natürlich dasselbe. Odin ist noch dabei, auf jeden Fall. Alpha Bandi, komischerweise in letzter Zeit. Sehr, sehr abwesend. Aber er ist halt dabei. Und Tobi wird auch mit dabei bleiben. Vielleicht der ja auch neu ist. Tobi macht jetzt auch Let's Plays. Wird uns jetzt auch endlich einer, der mir ein bisschen mit unter der Arme greift bei LPs machen. Weil der ganze Schrott ging ja immer auf mich. Ich musste den ganze Zeug machen. Ich möchte mich nicht beschweren, ich habe es gern gemacht, aber es war dann halt doch im Endeffekt zu viel mit den ganzen Sachen, weil DayZ, WarZ, Hitman, Deponia, Black Ops, das war zeitaufwendig wie... Ich hab's ja gesagt, mach nicht so viel. Ja, ich wollte eigentlich stressig. Und auch die Leute, die sich jetzt fragen, ja, ich hab Far Cry 3 gekauft, aber ich werde es nicht let's playen, weil es einfach, soll ich sagen, so umfangreich ist, dass... Wäre zu lang.
Das ist, ja, da komme komm ich ja nie zum Ende. Sagen wir mal so. Ja, ich habe wohl gelesen, von der Spielzeit her, so soll es um die 30, 40 Stunden so rum, soll sich das eintrudeln. Da wurde alles erledigt und so. Es ist wie, aber jeder wird jetzt schon das Spiel, denke ich mal, angespielt haben. Es macht auf jeden Fall Leute, ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber ich hätte es ja wenigstens auch testen können, ne? Das habe ich nicht gemacht. Okay. Jetzt so was aber auch. Oder teste ich es noch? Hab's ja schon gespielt. Oh. Nein, ich bin doch so lieber dieser Blind. Das ist. Auf gut Deutsch gesagt, Blind. Ja, Blind. Deutsch gesagt, genau. Blind auch immer bleiben, weil es, ich finde es immer sinnlos. Ich hatte auch schon Kommentare gehabt, informier dich doch vorher über das Spiel. Nö, weil. Ja, klar, ja, das ist ja dann mich, klar informiere ich mich samt, also ich spiele jetzt nicht Spiele, die wir nicht gerne spielen, spielen wir auch nicht, testen wir auch nicht an. Klar informiere ich mich vorher, was es für ein Genre ist, was es, was man da machen muss, aber nicht storymäßig. Storylines werden beim Testen immer weggelassen bei uns, das ist schon mal, ja, das könnt ihr schon mal total vergessen, weil das Spoiler ja, hassen das wir wie ja, das wäre ja genauso, wenn ich jetzt ein Spiel bekomme wie, keine Ahnung, wo ich Black Ops bekommen habe und dann die Review geschrieben habe. Ich spiele nicht erst das komplette Spiel durch und den Multiplayer bis Level 50, dass ich eine Review schreiben kann. Da hat das Spiel schon 5 Wochen alt. Das wäre ja totaler Käse. Genau. Und eben diese Reviews oder sowas lässt du dann auf Gamers Check. Die werden dann schriftlich niedergeschrieben, lyrisch. Von mit Bildern auf seiner Seite. Trailer. Ja. Wir machen sozusagen den Anfang. Wir legen es rein und zocken los und sagen dann Scheiße oder nicht. Ja, ist so. Ja, ja, kann man so sehen, ja. So, Ersteindrücke, so. Vielleicht gesagt. Ja, ja, das, wie das erste Mal. Genau, Entjungferung. Genau, Entjungferung des Spiels. Und wir werden da auch ältere Spiele auch nochmal mit testen, weil ich habe so viel hier rumliegen an Games, die ich eigentlich ja noch nicht mal gespielt habe. Das sind auch ältere, da werden auch mal, was weiß ich, auch mal vielleicht sogar Super Mario Bros. Ja, wieder was anderes. Dann mal schauen, wie es wird halt. Ne? Also es werden nicht nur die ultra neuen Spiele getestet, nein, wir machen auch alte. Ich habe ja vorgehabt, eventuell Resident Evil 6 zu Let's Playen. Aber allein ist das doof. Wenn dann im Koop. Das Problem ist, dass wir jetzt schon. Das Problem ist jetzt schon, dass wir bei Resident Evil ja wisst, ich weiß nicht, wer es gespielt hat von euch. Das wird mir jetzt auch keiner sagen, weil. Wahrscheinlich nicht viele. Aber wir, wenn ihr Multiplayer Koop gezockt habt, finde ich das halt kacke, dass. Wenn du dich schon ein bisschen hochgelevelt hast, dass du dann vom Anfang an mit den ganzen Waffen rumläufst, das finde ich blöd. Wenn, dann muss man das von vorne starten und... Ja, man kann ja komplett von vorne anfangen, man muss ja nicht neues Spiel Plus machen, sondern neues Safe-Game anlegen. Ja eben, das muss man vielleicht dann mal tun, aber auf jeden Fall, mir macht das Spiel sehr viel Spaß, ich kann dieses Genörgel darüber überhaupt nicht verstehen. Mich auch nicht. Hab ich eigentlich auch genörgelt, weiß ich gar nicht. Ich glaub's nicht, ich war da. Nee, du hast gesagt, du lässt dich davon überraschen, hast du gesagt. Du wolltest dir da noch keine Meinung zu bilden. Weil, es ist schon besser so im Koop-Modus, wie es jetzt ist, mein Liebe, als das. Obwohl, ich könnte mir das in der alten Villa auch vorstellen, Koop-Rätsel zu lösen. So vorstellen. Aber, naja. Ich denke mal, es passt besser zu der jetzigen Zeit, dass das mehr auf Action ausgelastet ist. Das ist. Die Leute wollen halt mehr Action heutzutage und ich finde auch, es passt viel besser. Es ist zwar wirklich viel, viel Action dabei, aber es sind auch Rätsel dabei. Aber die sind da nicht so schwierig wie damals in Teil 1, 2 oder 3. Ja. Aber es ist trotzdem geil. Kann man im Koop richtig schön loslegen, aber... Ja, vielleicht könnten wir ja uns sogar mal vielleicht dann doch mal dieses Raccoon City noch legen, dass man das vielleicht auch noch... Aber mal gucken. Egal. Wir wollen jetzt hier über den Podcast und reden schon wieder über Games. Wir kommen nicht davon weg. Ja, komisch, ne? Dieses Bigge Suchten. Schlimm. Immer diese Zucker. Jo. Also das war so im Groben
und Ganzen, im Groben und Ganzen, von unserer News, die wir machen wollten, unsere Vorhaben. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Schaut uns lieber weiterhin. So wollte ich sagen. Die anderen sind doch eh alle doof. Nein, natürlich nicht. Mögen auch andere. Odin zum Beispiel mögen wir ganz toll. Ja, manchmal. Ja. An das Zickige müsst ihr euch gewöhnen. An die zwei Zicken, Crazy Freak und Odin. Ja, Odin fängt ja immer an. Ja, siehst du, geht schon wieder los. Alles klar, dann wünschen wir euch ich noch sagen, Zukunft viel Spaß bei den beiden Kanälen. Und ja, bis denn. Tschüss. Tschüss. Ja, das will ich jetzt.